Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer weiteren spannenden Folge von Subsistence. Hallo. Total verschneiter guter Morgen. Hallo. Kann ich einen Ja, Schneeengel wir haben machen? Schnee. Schnee ist da. Schnee. Schnee. Und Schneeflöckchen, Imp hat sich bereit erklärt, die Kehrwoche heute zu machen. Weißröckchen. Ich bin gar nicht daheim. Nur mal So so. kann man es auch machen. Ich bin zwar noch direkt vor dem Okay. Haus, aber ich bin nicht mehr daheim. Ja, ich muss jetzt aber auch ein bisschen sammeln gehen. Da kommt die Energie gerade hoch. Heißt also, ich bleib bei mir hängen. Ja, tschüss, ich bin auch weg. Ich sag's immer so, wenn du dich dran störst, dann räumst du doch selber weg. Ich störe mich da überhaupt nicht. Also, Ich dann stehe lass eigentlich sehr liegen. gut notiert. Nö. Bin mal gespannt, wann ich eine Jacke krieg. Wir arbeiten dran. Nächsten Winter? Dann bring ich Holz mit. Finde ich Ja, cool, dass das hier immer könnte noch doch was. reife Beeren wachsen in dem Schnee. Ja. Ja, über den Winter, die Heidelbeeren, die kriegst du das ganze Jahr über. Das ist geil. Ein bisschen OP. Ich habe Baumwolle aufgesammelt. Sowas. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Tageshighlight. Ich hab meinen Peak erreicht, danach geht's nur noch runter. Den Samen oder. Richtige Baumwolle. Leider kein Samen. Cool. Nee, das ist nicht schlimm. Dann ist es so. So. Wie war das? Im Schnee sieht man Sachen noch besser. Ich finde es eher unübersichtlicher gerade noch. Nee, das kommt noch, das kommt noch. Ist noch nicht ganz so Schneit ja noch. winterlich. Es schneit halt. Das ist dann wie oben auf dem Berg. Nicht ganz, aber das Gras ist, glaube ich, weg, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich werde bestimmt gleich wieder eines Besseren belehrt. Ja, das merkst du dann. Ja, eben. Aber das ist cool. Hey, aber Ja, ich aktuell ist es glaube. noch echt unübersichtlich. Naja, noch ist das ganze Gras ja da. Bin mal gespannt, wann ich meine erste Heizung bauen kann. Im Winter Nummer 6. Wer braucht schon Heizung? Wie ist denn das, wenn ich jetzt in diesem Schneesturm nass werde? Das ist ungünstig, oder? Nö, das wirkt sich hier, glaube ich, nicht aus. Schade Aber eigentlich. ich hab nie drauf geachtet, wenn ich im Winter im Wasser bin. Weil nachher der See ja zugefroren ist. Stimmt. Ja, aber ich stehe gerade vor Aber einem den kannst du Fluss. jetzt aufhauen. Ja, der ist ja nachher auch kaputt. Hör zu. Und noch ist offen. Deswegen frage ich, bevor ich da reinhüpfe. Ja, der ist, glaube ich, erst im Dezember oder so zu. Auch solange du drin bist, nicht. Na gut, Aber wir haben hüpf einfach mal November. rein und wieder raus, dann wirst du es sehen. Aber ich Ja, glaube, ich soll hier das hat einfach die. tun. Ja, warum nicht du? Ich? Nö, ich wollte ja nicht baden gehen. Du. Ich wollte ja nicht baden, ich wollte den Fluss nur zwangsweise durchqueren. Ach so. Nee, aber ich glaube, du kannst das. Das kannst du wirklich. Also bin ich fester Meinung. Und dann dein Wort in Du Gottes Ohren. solltest nur nicht unbedingt tauchen gehen, weil dann kannst du Pech haben, wenn du tauchst. Boah. Ja, ich komme. Warte. Au. Okay, also durchlaufen geht. Genau. Weil es kann auch passieren, dass du dann plötzlich unter Wasser bist und dann gefriert dazu, ne? Und wieso bin Und ich dann dann musst du dich. plötzlich unter Wasser? Ich muss ja irgendwas Das weiß getan ich. haben, damit ich unter Wasser bin. Aber das weiß ich auch nicht. Aber hey, du kannst plötzlich unter Wasser sein. Ja. Es kommt aus dem Nichts. Mhm. Muss dir vorstellen, so ein Mensch aus Wasser gemacht, der dann einfach von hinten dich umarmt. So unerwartet. Und dann so sagt: Rate mal, wer ich bin. Der Tod. Dadum. Oh yeah. Naja. Na, wie gesagt, das ist ja erst im Dezember soweit, ne? Das ist unser allererster Winter hier in Subsistence. Ja, meine auf jeden Fall. Ihr habt ja Deiner schon mal auf einen jeden Fall, Winter ja. erlebt. Ja klar, ich habe den schon öfters erlebt jetzt. So, Holz. Kann eine Schleichwerbung machen, aber. Was? Du machst Schleichwerbung für deine anderen Videos? Nee. Nein, das würde ich nie tun. Es gibt nur nebenbei gemerkt noch eine Single-Staffel. Was? Eine Single-Staffel? Und du hast einen Discord, wo du alles ankündigst? Verrückt.
Der wird schon, der ist schon. Nein. Oh, guck mal, da ist ein Hühnchen im Gefängnis. Friss es. Friss es! Nö, das bringe ich jetzt zu Melle. Du willst ja keine lebenden Hühner gerade drin haben, ne? Nee. Gut. Ja, doch, pack's rein, komm. Okay. Wenn ich es nicht durchkriege, dann kann ich es immer noch schlachten. Na, zwei Hühnchen. Ja, das sind Name zwei Hühnchen. Okay. So, bitteschön. Kriegen die jetzt einfach die ersten Karotten, die jetzt hier fertig sind. Ich gehe hier ein bisschen Holz hacken für dich. Deshalb Ist gleich. nicht so viel, was ich habe, aber 60 kann ich dir schon abgeben. Wie war denn das nochmal mit, wenn wir eine zweite Base bauen oder so? Jetzt zweite Base. Ja, weil ich merke immer wieder, dass ich immer weiter wegkomme in Richtung Arsch des Welt. Arsch der Welt? Ach Arsch der so. Welt? Ja, da kannst du aber keine BKE hinsetzen, weil dann wird deine erste BKE inaktiv. Ja, das ist okay, aber einfach nur ein Fundament, vier Wände, ein Dach und ein Feuer. Ja. Das kannst du machen. Natürlich. Falls es dir mal nachts nicht reinreicht. Weil dann setze ich das nämlich hier an so einem See, dann kann man da nämlich nachts vielleicht auch angeln. Ah. Weißt du, da kann man es sich nützlich machen, wenn man schon irgendwo weiter weg ist. Na klar. Das klingt doch nach einem Plan. Jetzt muss ich nur irgendwo einen See entdecken hier. Also einen Fluss hat es hier auf jeden Fall, aber da doch, da unten ist ein See. Also, du hast da vielleicht noch ein paar Wasserflaschen mit reinpacken, dass du da eventuell auch Wasser hast. Das wäre dann OP. So weit möchte ich nicht gehen. Das wäre richtiger Luxus. Okay. Guck mal. 68 Holz. Für dich. Das ist aber nett. Darf ich dich mal Ja, fragen, wie ich du habe halt eigentlich meinen das Holz so netten. schnell sammelst? Ich habe jetzt einfach nur geholzt. Nichts anderes gemacht. Ah, okay. Also tatsächlich nur hier vorne vor der Base ein bisschen rumgelungert, das geholzt. Rumgelungert vor der Dann. Base. Ich riskiere hier draußen meine Hintern. Naja, Gleichberechtigung, mein Arsch. Kann auch deiner bleiben. Gerade. Wie sieht's aus mit der Energie? Ah, könnt noch. Okay. Vielleicht mache ich einfach den Generator noch mal an. Damit wir auch irgendwie mal zu deiner Auflaufform kommen. Da, 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 da. 7, 18 Baumwolle hatten wir ausgerechnet für die Winterjacke, ne? Ich weiß nicht, was du gerechnet hattest. Oh, ich kann ich Ja, dir gar nicht mehr sagen. wegen dem gefütterten Stoff, genau. Wo war das? Da brauche ich auch gefütterten, da auch. Oh, warte mal. Nee, das Oberteil, ein mittelschweres Oberteil haben wir ja schon alle, ne? Ja, Ja. ja. das haben wir alle. Eine leichte Hose, auf jeden Fall. Mittelschwere Hose. Wer hat die schon? Okay, noch Ich habe nur keiner. eine, nee, ich habe nur eine leichte. Luca hatte auch eine leichte, da bin ich mir sicher. Ja, weil eine mittelschwere könnte ich schon machen. Ja, dann macht doch uns eine. Tu's doch. Tu es. Ja, Wolf. Ja, und die krieg ich. So ein Nee. Egoist. Gut, ne? Mann, 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 Mann. Das ist auch meine Hose, die drauf geht. Stimmt. Sonst bräuchte ich eure Hosen. Weil da brauchst du nämlich die leichte Hose, um das in die mittelschwere zu machen. Echt jetzt? Ja. Genau. Aber das ist ganz gut. Naja, Bretter. passt. Wir können die auch tauschen, ne? Hey. Gar nichts können wir hier. Taue brauche ich auch. Okay. Mittelschwere.
Ja, passt. Guck mal, die nächste Mittelschwere, die ist dann auch bald unterwegs. Bräuchte ein paar Karnickel. Halt essen. Aber die Karnickel nicht wieder in den Massespeicher, ne? Also in den Fleischwolf. Bitte nicht. Nein. Die leg ich doch nicht da rein. Nein, sowas würdest du nie tun. Never. Never ever. Nö, nö. Nö, würde ich tatsächlich nie tun. Aber warum ist die Hose jetzt machbar und die Jacke nicht? Weil das ist Jacke wie Hose. Weil die Hose keine Baumwolle braucht und die Jacke braucht Baumwolle. Die Hose, die brauchte jetzt nur ein bisschen Stoff, weil die ist ja nicht wirklich winterfest. Wurde. Ja, gut, gell? Okay. Die Sonne geht unter. Ja, kein Stress. Ich habe auch Ich habe keinen jetzt Stress. schon ein Fundament gebaut. Au. Guck Es mal, fehlt mir. eigentlich will er heimlich ausziehen. Oh Mist, mir fehlen noch Hast so du? viele Nägel. Ja, wollte ich gerade fragen, Schatz, hast du Nägel? Nee, ich Okay. habe noch 12 Stück, aber. Also du sagst, Sonne geht unter. Ne. Ja, Sonne. Sonne geht unter, ja. Ja, okay, dann Strider, guck mal auf die Karte, dann weißt du, wo die andere Base ist. Die ist mitten in einem See. Du siehst ja mich. Okay. Aber auf der kleinen Insel, oder? Nö. Warte mal, wo bist denn du? Ich bin im Südosten. Ach du Grüne, da hinten. Ja, Das ist ja wirklich am ein Arsch der Paar. Welt. Aber ich denke, die Distanz ist gut für eine Zwischenbase. Okay, ja Oder? klar. Ja, klar. Da, ja. Wow, da hinten war ich zwar mal, aber nur weil ich da gestartet habe. Ja, eben, ich auch. Ich lande ja immer da hinten irgendwie. 7 Baumwolle haben wir jetzt mittlerweile drin. Also ich habe auch noch mal eine. Okay, das ist gut. Ich komme mal Richtung Heimat. Auch wenn es Ja, Nacht wird. wenn du Karnickel findest, gleich mitbringen, ja? Ich habe nur Hühnchen. Also, Hühnchen? Hühnchen. Also keine Hunde, aber Hühnchen. Hühnchen. Am Bräuler. Ich verstehe dich. Da. Ja, ich lauf. Keine Sorge. Ich lauf mal hier hoch, noch ein bisschen Holz holen und dann ist Ja, der der Tag eh bald Sonnenuntergang rum. schaut gar nicht schlecht aus. Gell? Mir fällt gerade auf, dass hier überall Wege sind. Ja, so kleinere, ne? So Feldwege. Wie voll affig. Ist mir noch nie aufgefallen, dass da Wege sind. Da ist ein Hase. Die sieht man jetzt mit diesem leichten Schnee voll gut. Ja. So, guck mal, Stoff kommt nach Hause. Hast du denn gerichtet, dass der allein heimkommt? Ja, in meine Tasche eingepackt. Der kann sich jetzt schön gemütlich machen da drin. Aber bitte kein Taschenbillard spielen. Ich habe nur Taschenroulette. Also ohne Scheiß. Mit so einem Mini, also es ist so eine Nähperle ist die Kugel. Also ist wirklich klein. Okay. Na 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 na. Jawohl. Zweiter Stoff kommt nach Hause. Okay, jetzt sollte ich auch langsam nach Hause. Ich bin so mittendrin. Schaut nur dabei. Ja. Wer will schon dabei sein? Also, wenn, dann mittendrin. Ja, das ist auch immer gut. Jetzt werde ich sogar tatsächlich geblendet von der niedrigen Sonne. Ich hoffe, ich fahre nicht in irgendeinen Baum. Du kannst fahren? Klar. Also einfahren lassen. Ach so. Da dann. Das ist einfach. Kiste! Yeah. Nee, halt Schalte das. sie aus. Halt, das war keine Kiste. Scheiße. Aber ich sehe ein Schwein. Fress es. Ich habe nichts zum Töten. Ach so. Also nicht wirklich. Okay, nehme ich nicht mit. Ich habe auch eine Kiste, aber die lasse ich liegen.
Ach, ich wollte auch Wasser bei dem reinmachen. Nee, 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 nee. Ja, Hühnchen, du kriegst ja Wasser. Ich hab dich nur vergessen. Mal so eine Zwischenfrage, wie viele Nägel haben wir daheim eigentlich? Gar Neun. nichts. Oh. Ach Quatsch, was mach ich? Noch mehr als ich dachte. Wow. Warum laufe ich denn überhaupt heim? So Ja, wie guten Tag freut zu mich sagen. auch gerade. Um uns dich allein zu lassen. Höchstens um mein Fleisch abzuliefern und so, aber sonst. Ja, das stimmt. Hä? Okay. Hä? Hey, was? Hey? Ach so. Falscher Knopf gedrückt. Alles klar. Mel ist voll dabei. Statt mittendrin. Ja. Voll geschnallt. Ei, ei, ei. So, Stromspeicher habe ich schon mal. Ah, siehst du, dann kann ich gleich mal gucken. Wegen diesen ganzen Erzen. Oh, das sieht sehr leer aus. Ich bringe ein Was paar mit brauchst heim. du? Wo Was ist das brauchst Ganze? du für die Auflaufformen? Oh, ganz viele Eisenbarren. Ja. Aber wo sind unsere ganzen Fragmente hin? Die waren noch hier in der vorderen Kiste. Check mal Die bei sind schon nach Luca und hinten so. geschleppt. Die sind bestimmt nach hinten gekommen. Hat er die jetzt nach hinten gebracht oder was? Vielleicht in seinem Inventar. Das wäre richtig blöd. Bitte nicht. Oh, das wäre aber mies. Quatsch, ich wollte dahin. Guck mal, ich hab's auch heimgeschafft. Das ist ja toll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich nur noch in die Bude kommen, ohne hier noch auf den letzten Meter irgendwie. Guck mal da hinten, Schatzi. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin gerade beim Luca drin. Achso. Neben Aber. dem Herd hat sie den Kühlschrank für die Rohsachen. Ah, guck mal hier. Die ganzen Fragmente hat er nach hinten geschleppt. In Die brauchen weiser wir vorne. Voraussicht. Nee, die brauchen wir vorne. Okay, Kupfer. Kupfer müssen wir. Kupfer habe ich, glaube ich, ein So. bisschen dabei. Ja. Okay, Ah, das ich habe es wären wirklich heimgeschafft. sechs Super. Eisenbarren. Hallo. Guten Tag. Hallo, Günther? Monsieur. Where are Wer ist you? dieser Okay, Günther? ich bin da. Was wolltest du von mir? Da hinten? Guck mal, in diesen Kühlschrank kommt das Rotzeug. Ah, du hast den zweiten Kühlschrank fertig. Hab ich doch gesagt. Ja, hat sie gesagt, Oh. neben den Öfen. Scheiße. Ja, dann war ich im Gedanken schon wieder woanders. Na, bei wem warst du? Bei meiner Schnecke das Wildschwein? Aber cool. Oh, jetzt fehlt dir nur noch Licht hier eigentlich drin, ne? Ja. Aber den kannst du eigentlich auch nochmal herstellen. Warte mal. Ich guck mal, was du dafür brauchst und dann bringe ich dir das. Kann ja selber holen, glaube ich. Könntest du, aber ich habe gerade Lust. Okay. Warte mal. Okay. Marcel? Jetzt. Ah, jetzt ja, eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Du, 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 du. So, ich habe da ein bisschen Zink und Kupfer abgelegt. Ich glaube, ich habe die falsche Wand gebaut. Wenn du willst, kannst du auch zwei Lichter basteln. Gibt's da wirklich kein besseres System, um die Teile hier zu teilen? Shit. Kann ich die Wand irgendwie. Oh, Scheiße. Oh. So, auf diesem kurzen Stück habe ich tatsächlich vergessen, wie viele Bretter es waren. Langzeitgedächtnis lässt grüßen. Ah, doch, richtig reingepackt. Also ich habe dir vorne das Zeug für zwei Lampen reingepackt, ne? Wo vorne? In deine Wasserkiste. Ah. Okay. So. Next Teil und dann gucke ich nach der Backform. Okay. Machst du denn Muffins? Ja, so leckere Muffins eingespritzt in Senf.
Also ich hoffe, dass es wirklich sind, was du da reinspritzt. Hätte nicht davon. Warum ist unser Mond eigentlich dunkelblau? Also sieht cool aus, aber warum? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Tja, solltest du vielleicht mal. Der ist bei dir dunkelblau. Warte, ich komme mal rüber. Also bei mir ist er dunkelblau. Steht er dann? Mond, hinten am Angeldeck. Ah, der ist schattig. Ist schattig. Ein schattiger Mond. Das ist die Farbfehler. Das ist die Mondfinsternis. Oder so. Okay, glaube ich dir jetzt mal einfach. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was es sonst sein sollte. So, wer es heute noch nicht geschafft hat, könnt ihr alle mal hier zuschauen. Wir so schön sehen den Sternenhimmel gemütlich auf der Terrasse. Ich finde es cool, dass man hier diese Farbabstufung hat von hellblau bis dunkelgrün. Oben ist es kalt. Weil... Oh, wir haben gar keine Angelschnurren mehr. Die habe ich bei mir. Ach so, ich wollte mitangeln. Gibst du mir ein paar ab? Mann, so von wegen selbstständiger Typ. Mann. So, und jetzt rennt er weg. Jetzt hat er die Angelschnüre und geht. Ja, ich habe vergessen, die Angel mit rauszunehmen. Du musst warten. Will er angeln, meckert, er hat keine Schnüre. Ich habe keine Schnüre. Dann hat er aber auch keine Angel. Ja. Mann. Aber jetzt habe ich's. Junge. Angelplätze müssen verdichtet werden. So, mal gucken. Fisch fangen. Ah, so ein Fischerboot mit Fischnetz, das wäre auch mal eine tolle Idee. Kann man ja. Du um den See, wirfst dein Netz raus, hast da mal eben 20 Fische drin. Ja, das wäre was. Guter Fang. Gell? Melle, wir brauchen hier draußen vielleicht doch wirklich was zum Aufwärmen irgendwie. Da kommt peu à peu eine Wand. Ich habe eigentlich gebaut, aber ich habe die falsche gebaut. Oh, ich glaube, ich habe da... Was ist das für ein Spitzer? Ein Hecht. Ich habe ein Hecht. Ja, du bist Lass ein Hecht. Mal wieder die kleinen Fische vergammeln. Okay. Reicht dir das Gammelfleisch nicht im Topf? Mm-mm, kommt nicht so viel. Schade. Ah, das wird ja schon wieder hell. Ja. Es wechselt hier gerade zwischen Regen, Schnee, Laub. Ja, Schnellwetter halt. Ach ja. Na komm, noch einmal anbeißen. Ich will auf die Tour gehen. Na komm doch. Braucht man eigentlich gerade für so eine Angel? Wie war denn das nochmal? Achso, 4 Metallschrott, das habe ich sogar noch da. Oder nicht? Oh, was ist gerade passiert? Ich habe was in der Mache. Ah, du hast was in der Mache. Mhm. So. Die Melle. Den kleinen Fisch vergammeln lassen? Okay, da. Gut, dann die Angel auch wieder rein. Okay, dann esse ich mich nochmal satt. Mit einem kleinen von dem. Da wäre nochmal ein Hühnchen in der Kleintierfalle. Weil die kannst du kaputt machen. Nö, ich würde es drin lassen, damit ihr das mal rausnehmt, weil ich würde jetzt losrennen. Ich hole es. Oder holst du es oder was? Ich kann es holen, ja. Und tust du einen Stall? Nö, da sind 3 Stück drin. Also ich versuche dann in der Zwischenzeit den Außenposten aufzubauen. Okay. Müssen wir da noch irgendwas reinpacken, was sinnvoll wäre?
Nur ein Feuer eigentlich und... Eigentlich nur Ofen, Streichhölzer, ein paar Feldflaschen vielleicht zum Auffüllen, wenn man dann nachts Durst hat. Kühlschrank kannst du ja nicht wegen der BKE. Nee, das brauche ich auch nicht, denke ich. Nee. Das reicht ja nur als Unterschlupf, dass man die Nacht sinnvoll verbringen kann, wenn man nichts mehr hat. Ja. Ja, dass man nicht ganz so erfriert dann, ne? Also dieser Gang wird immer dunkel bleiben. Wenn ich was hinstellen will, steht er immer zu nah an der feindlichen Basis. Ah, dann müssen wir es vielleicht. Gib's mal einen Strider, der müsste da platzieren können. Mach ja. Ich bin gerade noch da, ich kann ihn dir ja, reinpacken. Ja, Schatzi, aber ich brauche 250 Energie. Ach so. Ich hab, außer ich... Nee, kann die nicht wegtun. Ich habe ja meine schon hingestellt. Ja, kein Problem. Warte. Jetzt. Okay, komm mal wieder. Jum. Gleich fertig. Strider, wenn du einen Berg hochrennst, da ist nochmal so eine Wildsau, wenn du ein bisschen Fleisch oder so sammeln musst. Oh ne, eine Wildsau muss ich nicht haben. Warte. Jupp. Das wäre nicht schlecht, so ungefähr hier. Hier über der Tür vielleicht. Ja, oder so. Okay. Ja, cool. Wenn du es kannst. Ja, wenn du das kannst. Nee, das geht nicht. Aber ich kann auch hier nicht. Ja, guck. Dann mach's in der Mitte von eurem Ding. Vielleicht hier irgendwo. Nee, da ist der blaue Kreis vorbei. Dann wird es immer eine Dunkelkammer bleiben. Das ist okay. Ich pack hier mal eine hin. Ja, das wird schon passen. Irgendwie. Mal gucken. Ja, unser blauer Kreis geht nicht so weit, ne? Nein. Aber ist auch nicht schlimm. Ach, aber jetzt renne ich. Aber wir sind auch schon fertig für die heutige Folge. Nö. Doch. Och, Menno. Ja, wir sagen danke. Ja. Was? Ging schnell, wollte ich nur sagen. Ach so. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.